Was soll eigentlich ständig dieses Gequatsche so mit, oh, die USA, die Schulden explodieren da, große Gefahr, systemische Risiken und so weiter. Das ist doch alles Crash-Propheten-Geschwurbel. Man macht damit die Leute verrückt, aber am Ende interessiert es doch sowieso keinen. Naja, jetzt haben wir aber neue Daten aus den USA zur Verschuldung und es war noch schlimmer als erwartet. Also schauen Sie sich's jetzt an und dann entscheiden Sie selber. Kann man das noch ignorieren? Schön, dass Sie wieder da sind. Das ist jetzt hier nicht das erste Video von mir zur Verschuldung in den USA. Und die, die sich damit schon ein bisschen beschäftigt haben, die wissen es ja auch schon, es läuft da in dem Punkt nicht besonders gut in den USA. Das ist nichts Neues. Aber inzwischen haben wir eben auch die neuen Daten vom letzten Haushaltsjahr. Und das amerikanische Haushaltsjahr, das geht ja immer bis Ende September. Und das war diesmal jetzt wirklich ein Desaster, ich übertreib's nicht. Das amerikanische Defizit, das hat sich im letzten Haushaltsjahr nochmal verdoppelt und liegt jetzt bei 7,5% vom Bruttoinlandsprodukt. Schlimmer als in der Finanzkrise 2008. Und das, obwohl es ein ganz normales Jahr war oder eigentlich ja sogar ein relativ gutes Jahr. Wir hören ja immer wieder, Deutschland, die Eurozone, China, alles liegt wirtschaftlich am Boden. Aber in den USA, da läuft's wunderbar. Das Wachstum ist da ja auch im dritten Quartal nochmal bei 4,9% gewesen. Dieses berühmte annualisierte Wachstum. Nur, wenn in so einem guten Jahr die Neuverschuldung um 100% steigt, dann merkt natürlich auch der Dümmste, dass da gerade irgendwas komplett aus dem Ruder läuft. Es ist übrigens nicht so wahnsinnig viel darüber berichtet worden, über dieses Defizit. Worüber ständig berichtet wird, das ist der Shutdown. Der droht ja auch ständig und in ein paar Tagen ist es auch schon wieder so weit, wenn sich der Kongress nicht einigt, dann wird der Laden wieder zugemacht. Aber auch das kann schon langsam keiner mehr hören. Hier beim Regionalsender VCTV, da ist schon die Rede vom Shutdown. Ob aus Versehen oder aus Absicht, das ist nicht bekannt. Und das Ganze gibt es auch schon als T-Shirt. Aber wenn schon den Shutdown keiner mehr ernst nimmt, wer soll dann das Haushaltsdefizit noch ernst nehmen? Es ist doch so ein blödes, unangenehmes Thema. Die US-Schulden an sich, die gehen schon lang durch die Decke. Hier haben wir sie seit 1970, die Grafik ist von Reuters. Ein ungebremster, steiler Anstieg und sie sind auch viel stärker gestiegen natürlich als das Bruttoinlandsprodukt. 1974, als die Ölkrise gerade losgegangen ist, da war sie nur bei 23% vom Bruttoinlandsprodukt. 33 Jahre später, vor der Finanzkrise 2007, da war sie immer noch nur bei 35% vom Bruttoinlandsprodukt. Aber jetzt sind wir bei 106% vom Bruttoinlandsprodukt. Die Schulden sind jetzt höher als die Wirtschaftsleistung. Es ist ständig mehr Geld ausgegeben worden, als eingenommen worden ist und dieses Jahr war es besonders schlimm. Offiziell ja nicht. Offiziell war der Anstieg nur bei plus 24% auf 1,7 Billionen Dollar. Aber letztes Jahr hat eben die Biden-Regierung Kosten angesetzt schon mal dafür, dass sie Studentenkredite erlassen wollen. Das war der Plan. Das hat man dann aber doch nicht gemacht und hat es dieses Jahr dann wieder als Einnahmen verbuchen können, dieses Geld. Aber wenn man das aus beiden Jahren rausrechnet, dann ist eben die grausame Wirklichkeit eine Defizitverdopplung auf 2 Billionen Dollar. Man hat es zwar kommen sehen, auch im Ansatz, und ich habe ja neulich auch ein Video gemacht zu diesem Pseudo-Wirtschaftsboom in den USA. Und damals war die Schätzung vom Komitee für ein verantwortungsvolles Regierungsbudget, das ja unabhängig ist, damals war diese Schätzung schon bei einem Defizit von 6% vom Bruttoinlandsprodukt. Und es gab da auch schon einige Kommentare, so wie den hier, der veröffentlicht worden ist vom Market Insider. Die Regierung haut das Geld raus wie ein besoffener Matrose. Aber eine Verdopplung und 7,5% vom BIP, das ist jetzt schon extrem bitter. Und hier haben wir dann die Defizite seit den 90er Jahren. Die Grafik ist auch von Reuters.
Bevor die Dotcom-Blase geplatzt ist, kurz vor dem Crash 2001, da gab es ganz kurz mal ein paar Jahre mit Haushaltsüberschüssen unter Bill Clinton. Aber sonst haben wir immer hohe Defizite gehabt und in zwei Phasen waren sie besonders hoch, nämlich die Jahre nach der Finanzkrise 2008 und die zwei Corona-Jahre 2020-2021. Das ist auch nicht überraschend, wenn man Krisen hat, dann gehen da die Steuereinnahmen stark zurück. Und gleichzeitig gibt es aber wahrscheinlich dann vom Staat auch Hilfsprogramme oder Konjunkturprogramme oder sowas, sodass dann auch die Ausgaben steigen. Und ich halte es persönlich auch für richtig, dass in Krisen der Staat mehr Geld ausgibt, weil der Staat hat in Krisen dann einfach noch ein paar Möglichkeiten in der Hinterhand. Aber es sollte eben so sein, dass dann, wenn die Krise vorbei ist, das Defizit auch irgendwie wieder ausgeglichen wird. Das ist aber nicht so in den USA und wie man sieht, sondern wir haben hier permanent hohe strukturelle Defizite und die werden immer größer. Und jetzt, wie gesagt, in einem ganz normalen Jahr ein Defizit höher als in der Finanzkrise. Das ist alarmierend. Und das ist aber vielen Anlegern jetzt nicht so wahnsinnig bewusst. Aber wie Sie vielleicht wissen, ich decke hier das Thema unerschütterlich ab. Und wenn Sie das in Zukunft auch angemessen verfolgen wollen, hier unten geht's zum Kanalabo. Dabei dann auch auf die Glocke drücken dann noch. Dann kriegen Sie entsprechende Videos auch angezeigt. Dafür schon mal vielen herzlichen Dank. Die Grafik ist von Axios, der größte Posten dieses Jahr. Das waren niedrigere Steuereinnahmen. Das kommt vor allem dadurch, dass es deutlich weniger Steuern auf Aktienkursgewinne gegeben hat. Kommt davon, wenn man die Aktionäre so besteuert, das bringt zwar Geld rein, aber sowas schwankt eben auch stark. Das kann aber nächstes Jahr auch wieder besser werden. Immerhin das. Was ganz sicher nicht besser werden wird, das ist der Punkt 2, die Zinszahlungen des Staates. Jahrelang extrem niedrige Zinsen, das ist jetzt aber eben vorbei und alles wird jetzt eben peu à peu auch umgeschichtet auf neue Anleihen mit höheren Zinsen. Das wird also immer teurer. Und die nächsten zwei Balken, das sind dann die Kosten für Gesundheitssysteme und für Sozialleistungen. Das ist größtenteils an die Inflation gekoppelt. Und außerdem gibt's, das ist dann der nächste Balken drunter, es gibt auch nicht mehr so viel Geld von der Fed, weil die baut ihren Anleihebestand ja gerade ab. Und ganz unten haben wir dann die teuren Bankenrettungen von diesem Jahr. Was nicht drin ist, das sind die Industrieförderprogramme, Chips and Science Act, Inflation Reduction Act und so weiter. Viel davon läuft über Steuergutschriften, aber bei Goldman Sachs rechnet man zum Beispiel damit, dass nur das die nächsten 10 Jahre auch nochmal 1,2 Billionen Dollar kosten wird. Was lernen wir daraus? Erstens, es gibt ja immer so die Theorie, dass die Staaten versuchen, dass sie mit der Inflation ihre Schulden drücken, dass sie die sozusagen weginflationieren. Wenn das der Plan gewesen ist, der USA, dann können wir schon mal sagen, das funktioniert nicht wirklich, weil mit der Inflation steigen eben auch viele Ausgaben und außerdem steigen jetzt ja auch die Zinsen, aber die Einnahmen sind letztes Jahr interessanterweise nicht gestiegen. Zweitens, es gibt in den USA auf breiter Front keinen, der ernsthaft was unternehmen will gegen das Defizit. Obwohl sie ja diese Schuldenobergrenze haben und die Debatten immer. Man sollte ja meinen, die reden über nichts anderes mehr. Aber Joe Biden, der sperrt sich relativ stark gegen jede ernsthafte Diskussion. Ganz klar, seine großen politischen Leistungen jetzt, das waren ja auch höhere Ausgaben. Was sonst? Und er hat in der eigenen Partei auch noch einen linken Flügel und der versteht noch nicht mal im Ansatz, warum der Staat nicht noch mehr Geld ausgeben sollte. Und auf der anderen Seite haben wir dann Donald Trump. Unter dem ist das Defizit ja auch schon stark gestiegen wegen seinem Steuersenkungsprogramm. Und auch bei den übrigen Präsidentschaftskandidaten von den Republikanern, da ist das alles kein großes Wahlkampfthema, weil es eben auch wahnsinnig unangenehm ist, das Thema.
Dadurch haben wir seit den 80ern eben diese stark steigende Verschuldung und wie die Grafik hier zeigt vom Cato Institute, sie steigt auch unabhängig davon, welcher Präsident gerade dran ist und welche Partei. Und die einzigen, die das Thema interessiert, das sind zurzeit ja ein paar radikale Republikaner im Kongress, Leute, die es ohne Probleme auf einen Shutdown auch ankommen lassen würden und ohne Probleme auch auf einen amerikanischen Zahlungsausfall und die auch ihren eigenen Kongresssprecher gestürzt haben. Also im Grunde halb Verrückte, aber trotzdem ein bisschen Sympathie hat man schon fast mit denen. Dick Cheney, der hat vor 20 Jahren mal gesagt, Ronald Reagan habe bewiesen, dass Defizite keine Rolle spielen. Unter Ronald Reagan ist das Ganze ja auch losgegangen. Also hohe Steuersenkungen und hohe Rüstungsausgaben finanziert mit einer riesigen Neuverschuldung damals. Und Dick Cheney, der war ja unter anderem Chef von Halliburton, dann war er US-Verteidigungsminister und unter George W. Bush war er auch noch US-Vizepräsident. Außerdem ist er ein passionierter Jäger und bei einem Jagdausflug hat er auch mal einen Anwalt niedergeschossen, der leider auch noch ein wichtiger Wahlkampfspender war. So oder so, er ist also einfach ein ordentlicher, konservativer, waschechter Amerikaner. Aber sogar für den ist diese ganze Schuldenorgie eine Erfolgsgeschichte. Und das ist wichtig für Anleger, weil sie ist auch eine Erfolgsgeschichte. Erstmal. Sie ist der Hauptgrund für diesen großartigen wirtschaftlichen Wiederaufstieg der USA, den wir gehabt haben. Und ich höre schon seit Jahren, dass viele Anleger ja immer wieder auch sagen, ich bin da schon lange raus. Ich habe alle US-Aktien verkauft oder ich habe überhaupt alle Aktien verkauft. Das bricht bald alles zusammen. Ich verstehe das. Die Panik ist ja auch nachvollziehbar und die Argumente sind auch stichhaltig. Aber auf der anderen Seite, den Anlegern ist da doch viel entgangen natürlich. Und was man eben auch verstehen muss, exzessive staatliche Neuverschuldung und exzessive Schulden, das ist ja erstmal für alle gut. Für die Bürger und für die Wähler, es gibt ganz viel umsonst und keiner muss erstmal den Preis dafür zahlen. Und dann ist es natürlich für die Wirtschaft gut und für die Unternehmen gut und dadurch ist es auch ganz besonders gut für die Börse. Das ist ja genau das Problem auch. An den Börsen wird das natürlich auch abgefeiert und die systemischen Risiken, die steigen dadurch natürlich. Aber ich habe es hier schon mal gesagt, wenn Sie jahrelang nur Buttercremetorte in sich reinstopfen und das dann jeden Tag noch runterspülen mit 3 Liter Coca-Cola und dazu gibt es jeden Tag abends noch Whisky und Zigarren, dann sagen Sie wahrscheinlich, mir geht's blendend, mir ist es noch nie so gut gegangen wie jetzt. Ihr Arzt, der sagt wahrscheinlich, naja, so gut ist es für Sie nicht, aber der kann Ihnen jetzt auch nicht sagen, ob Sie morgen tot umfallen oder ob Sie erst in 10, 20, 30 Jahren tot umfallen. Und vielleicht gibt es bei Ihnen ja auch gar keinen großen Zusammenbruch auf einen Schlag, sondern es kommt dann eher so ein langes, zähes Siechtum bei Ihnen. Eins ist schon mal klar, das Ganze kann noch jahrelang so weitergehen und wahrscheinlich hören wir auch jahrelang noch, in den USA ist einfach alles besser. So wie früher immer der reiche Onkel aus Amerika, der hat ein schöneres Haus, seine Autos sind größer als unsere und so weiter. Und die USA machen ja auch das eine oder andere besser als wir und sie haben auch sehr viele sehr gute Unternehmen. Aber es ist auch klar, das tolle Wachstum in den USA, also dieses Jahr schätzungsweise 2,2%, weit überdurchschnittlich. Aber wo werden wir denn, wenn nicht über Staatsschulden 7,5% vom Bruttoinlandsprodukt zusätzlich reingeflossen wären in diese Wirtschaft? Es wäre ein absolutes Katastrophenjahr gewesen. Und davon abgesehen, so eine Politik, die ist natürlich auf keinen Fall nachhaltig. Jetzt mal völlig unabhängig davon, wie lange es noch geht. Und es gibt natürlich Leute, die sagen, wieso ist doch alles Quatsch, eine hohe Staatsverschuldung, das schadet doch keinem. Zum Beispiel die von der Modern Monetary Theory, bei uns maßgeblich vertreten durch Maurice Höfgen. Maurice Höfgen, der Dick Cheney der deutschen Geldtheorie. Das ist auch nicht alles uninteressant, was er sagt. Aber ich kann dazu gern auch mal ein extra Video machen hier. Für mich ist es aber trotzdem hauptsächlich spätrömische Dekadenz, das alles, um mal den großen Guido Westerwelle
Osterwelle zitiert zu haben. Und auch in den USA sehen wir ja jetzt, wie es knirscht. Einfach darum, weil wir jetzt keine Nullzinsen mehr haben. Die haben das ganze Jahr 15 Jahre lang noch gestützt. Und das ist das, was man als Anleger jetzt aber im Auge haben muss. Wie reagiert die US-Wirtschaft die nächsten Jahre auf eine mögliche Normalisierung des Zinsniveaus? Ich glaube, nicht so gut. Und das Zweite, es hat natürlich auch darum so lang funktioniert, das Ganze, weil die USA eben die USA sind und weil man den Dollar für einen absolut sicheren Hafen hält und weil man US-Staatsanleihen klassisch auch für ein risikoloses Investment hält und so weiter. Und während die USA ein kleineres Land, so wie Italien, Spanien, Griechenland oder auch ein Schwellenland, so wie die Türkei, Brasilien, Argentinien, wir hätten da bei dem strukturellen Defizit schon lang eine Anlegermassenflucht gehabt. Der reiche Onkel aus Amerika, er hat immer noch das größte Haus und es gibt auch immer noch jeden Tag Buttercremetorte. Aber langsam wird er eben doch zittrig und er redet auch immer mehr wirres Zeug. Ähnlichkeiten mit amtierenden Präsidenten oder Präsidentschaftskandidaten sind rein zufällig. Und was aber eben auch ein großes Problem ist, das, was uns Uncle Sam da jeden Tag stolz präsentiert, das gehört ihm eben gar nicht mehr und er kann sich's auch schon lange nicht mehr leisten. Nicht alles in den USA ist schlecht, aber das müssen wir einfach immer im Hinterkopf haben, die Verschuldungssituation. Bleiben wir dran an der ganzen Sache. Danke, dass Sie bei mir gewesen sind. Ich freue mich, wie gesagt, auch auf Ihr Kanalabo. Bis bald, alles Gute Ihnen. Entschuldigen Sie das Klingeln von gerade eben. Dankeschön fürs Zuschauen.